Hallo, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einem weiteren Part Assassin's Creed Syndicate. Direkt in die Action reingestartet und los geht's hier mit dem Attentat. Naja, Leben ist es nicht wert, von mir gekillt zu werden eigentlich. Aber ich gönne euch jetzt einfach mal die Freude. So, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Das ist, denke ich mal, ziemlich klar, damit wir synchronisieren können. Okay, komm hoch. Kann ich da ganz hoch direkt oder wie? Nee, geht nicht. Komm ich da irgendwie hoch? Ach, ja, so. Okay. Hier war übrigens vorhin ein Dings, was ich genommen habe. So ein Assassin's Creed-Scheibe, das ist für einen Auftrag. Allerdings hat es das nicht aufgenommen, weil das Spiel gerade abgeschmiert ist. Aber hier direkt beim Synchronisieren ist es abgeschmiert, also ist nichts passiert eigentlich seither. Also machen wir das direkt. Da haben wir einen Auftrag, das sehe ich schon. Und es müsste noch einer sein. Da ist noch einer. Kinderbefreiung, okay. Machen wir das, denke ich mal. Sehr schön. Okay, jetzt wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir machen zuerst die Kinderbefreiung. Kinderbefreiung. So. Gehen dahin. Das ist nämlich ein bisschen näher. Das heißt knapp 100 Meter. Dann kann ich das in dieser Folge direkt machen. Das wäre wieder ein Stadtteil. Und ich hoffe, dass wir sogar das nächste so noch schaffen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, was das nächste ist. Halt die Fresse. Ihr werdet bald alle zu den Rooks gegangen. Bald. Jeder einzelne von euch bei den Rooks sein und mir helfen, diese Blighters zu töten. Oder zumindest diejenigen, die sich mir anschließen wollen. Die anderen werden sterben. Ich wollte eigentlich da hoch. Okay. Sah gerade ein bisschen strange aus. Warum muss ich da eigentlich hoch? Ich muss hier rein. So. Das ist so eine Zeitungsfabrik hier. So, tut mir leid, aber... Ich bin ja bei dir. Hier auch, befreien. Alles wird gut. So. Ich kann die Kombos des Todes verteilen. Alter, wie viel Life der einfach hat. Das kann ich so nicht hinnehmen. Ich habe immer schon eine 21er Kombo. Der hat sich kaputt gemacht, Mann. So eine Mizzet. Hier muss ich noch mehr Leute befreien. Habe ich die nicht schon befreit? Bug. Das ist ein Bug. Ich kann die nämlich jetzt auch nicht mehr befreien. Seltsamerweise. Geht's akzeptieren. Alle. Nein, Mann. Boah, die sind jetzt nicht schlecht. Ich glaube, ich rekrutiere den einen oder anderen. Weil, die sind jetzt echt nicht schlecht. So, aber irgendwie, es hat auch gerade ein bisschen gebuggt, weil die einen Kinder habe ich eigentlich schon längst befreit und die sind immer noch da gestanden. Ich konnte die auch nicht mehr befreien. Aber beim Adlerauge hat es auch noch angezeigt, dass ich die befreien muss. Keine Ahnung. Ich bin saumüde, Freunde. Bin saumüde. Naja, was soll's. Also erstmal Leute rekrutieren, ein paar, zwei, drei und dann können wir nämlich direkt loslaufen.
So, jetzt brauche ich nur noch einige Leute zum Rekrutieren. Hier zum Beispiel. So, einer. Dann hole ich mir noch einen zur Hilfe. Hier haben wir direkt zwei. So. Jetzt haben wir drei. Das reicht. Und jetzt gehen wir erstmal zur Kinderbefreiung. Das wäre hier. Sind die hinter mir? Kommt Rux. Das alle kommen. Jetzt mischen wir hier den Laden auf. Ich gehe jetzt erstmal den Vorarbeiter töten. Wo sind die? Lass sie nicht zu Atem kommen, Alter. Also ob ich das Problem hätte. Alter, wie viel Damage die einfach machen. Hä? Die machen einfach viel zu viel Damage irgendwie. So. Was ist mit meinen Rekruten passiert? Hier, R1 rekrutieren. Dann hier erstmal sabotieren. Das ist sehr wichtig. Jetzt als nächstes hier befreien. Alter, die haben ja noch eine penetrantere Stimme als das letzte Mal. Dann hier noch. Seid wachsam. Und hier noch. Dann habe ich jetzt alle befreit. So. Dann dürfte dieser Bezirk jetzt eigentlich auch uns gehören. Ja! Diebesgürtel. Sehr schön. Okay. Dann gehört dieser Teil des Bezirks jetzt auch uns. Und jetzt kommt noch der letzte Teil des Bezirks, nämlich. Und ich denke, den dürften wir holen. Mal kurz, ich glaube, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Jupp, habe ich. Green, du schlaues Börschchen. Batersab. Bellowitz, oder wie dieser Scheiß heißt. Das dürfte jetzt der Endboss sein. Geh ich den mal killen? Ein Fähigkeitspunkt erhalten. War kurz, was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben da jetzt den neuen Diebesgürtel. Ups, da muss ich ins Inventar gehen. Gürtel. Hier habe ich den neuen. Der ist noch ein bisschen besser. Soll ich den mal verbessern? Wo muss ich drücken, um ihn zu verbessern? Ah, hier. Das für Verteidigung bringt er was. Aber ich weiß nicht, soll ich das hierfür ausgeben? Nee, ich warte auf den, darauf, dass ich meine Monitur verbessern kann. Weil wenn ich die verbessern kann, verringert die Entdeckungsgeschwindigkeit um 15. Weil, nee, da ist der Gürtel, glaube ich, schon ein bisschen schlauer. Mache ich erstmal das hier. So. Diebesgürtel verbessert. Schusswaffen, was habe ich hier so? Neue. Lol, die ist ja tausendmal besser. Doch, die kann ich verbessern. Geil. Und dann habe ich noch hier bei Waffen was. Allem Anschein nach. Das wäre der hier. Der hat eine tiefere Tödlichkeit. Warum soll ich den nehmen, wenn der, wenn der gleich gut ist, nur eine tiefere Tödlichkeit hat? Nee, es lohnt sich nicht. Bleib ich so jetzt. Einfach bleib ich so jetzt, meine Freunde. So. Ah, nicht mal was zum Plündern. Langweilig.
Ja, aber meine Freunde, das soll es jetzt gewesen sein für die heutige Folge. Wir machen natürlich in der nächsten Folge wieder weiter und dann werden wir diesen Bezirk hier komplett erobern. Das ist das Ziel für die nächste Folge. Also bis dahin, haut rein und ciao!